Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu Conan Exiles und mit mir spielt Nein Nein. Uhtred. Und ich bin, ja genau, Mathilde und hier ist Uhtred, ein neuer zimmerischer Kämpfer, der doch ein bisschen trainieren muss. Was hat denn überhaupt an? Zimmerische Kleidung. Sieht irgendwie cool und schlicht aus. Ja. Schön mit Kettenhemd. Nicht so diese ganzen halbnackten Sachen hier. So, wir wollen heute Hottehüs fangen. Hottehüs. Und ihr habt uns ja netterweise so ein bisschen was gesagt, wo wir sind. Ich würde es tatsächlich mal bei I4 starten. Also da bei der Kannibalenruhe wird das wahrscheinlich in der Ecke sein. Das heißt, wir müssen erstmal Richtung Brumbrum-Tempel düsen. Und bei Galamans Grab sollen wir auch mal Hottehüs rumhüpfen. Ach siehst du, ich wollte ja Pferd noch mitnehmen. Einfach nur zum Tragen. In dem, ja, damit das Pferd quasi die Pferde tragen kann. Genau. Folge mir. Ja, ich folge dir, darum warte ich hier. Ich habe mit Pferd gesprochen. Achso. Nee, da war's nicht. Ich schwitze schon wieder. Mir ist bis jetzt nur warm. So, I4 meinst du, ja? I4 beziehungsweise Galamans Grab. Na, erstmal kommen ja... Gehen wir da mal. Braucht jemand Blut? Dämonenblut, jo. Wie hast du das rausgekriegt? Mit der Axt oder... Nee. Ja. Axt. Ich weiß es nicht mehr. Axt, Spitzhacke. Nein. Es ist, man hat auch nicht immer was bekommen. Schwefel habe ich dafür gekriegt. So. Wow. Hardcore, ne? Wir müssen jetzt lang geraten. Ach da. Deswegen, ich reite jetzt auch ganz bewusst nicht vor, weil wir wollen da ja zusammen. Ja. Ein Pferd ist sowieso nur da, um Fohlen zu tragen. Weil es ist, glaube ich, sinnvoll, wenn wir mehr als nur ein, zwei Fohlen mitnehmen. Ja, falls sie wieder im Vulkanland da verrecken. Ja, oder wann anders, wenn wir zum Beispiel neue Mitarbeiter besorgen wollen, dass die dann totgekloppt werden. Soll ja auch vorkommen. Oh, Spinne. Ach, ich laufe auch weiter. Oh, ich glaube, da oben wird eine große Spinne sein. Da ist ein ganz großes Spinnennetz. Da bei dem Feuerdings da. Das könnte sein, dass ein Sandsturm in Anmarsch ist. Wir hatten aber eigentlich erst einen. Wir müssen eigentlich direkt nach Süden. Ja, hier wehen halt so. Ach Mist, ich hab keine Blätter Fackel rum. Gemacht. Ich hab eine. Ich dachte gerade so, ach, ich setze jetzt hier meine Nachtsichtmaske auf, aber. Die hast du ja auch nicht mehr. Nee, die ist auch weg. Warum ist das so warm, Heinrich? Meinst du im Spiel oder im Real Life? In echt. Weil wir Sommer haben. Es gibt Menschen, die mögen das. Ja, ich weiß. Ich gehöre nicht dazu. Wo kommt jetzt schon wieder ein Sandsturm? Das ist bestimmt der, vor dem wir vorhin weggelaufen sind. Der braucht so lange? Also vor der Aufnahme kam genau einer und wir haben abgewartet, bis der vorbei ist. Nee, ich glaube, der bei unserer Basis war, als wir aufgebrochen sind. Da sah es ja auch so aus, als ob keiner ankommen würde.
So, theoretisch sind wir an der beschriebenen Stelle. Das heißt, wir können uns jetzt hier nach Fohlen umschauen. Ja, ich kann weit gucken. Können auch warten, bis der... Können auch erstmal die Jungs da drüben schlachten. Boah. Vielleicht haben die ja ein bisschen Eisen oder so. Hallo. Habt ihr tolle Sachen? Ach, die kannte ich noch gar nicht. Oh ja. Puh, ach komm, ich nehme auch Knochen mit. Oh, der Sand zieht an uns vorbei. Hm? Da ist noch einer. Da war noch einer. Ach, jetzt zwingt mich gerade dazu. Hm? Ups, jetzt habe ich auch Stein abgebaut. Ups. Ja, du musst ja auch die Herzen mitnehmen, ne? Die wollen wir nicht verkommen lassen. Natürlich nicht. So, ich guck mal unten, ob da die sind. Hier, Pferdchen, Pferdchen, Pferdchen. Du bist kein Pferdchen. Da ist ein Pferdchen, Pferdchen, Pferdchen. Hey. Komm her, du flinkes Fohlen. So, wie viele Slots haben wir noch? Noch genug. Also wir kriegen... 2-3 Pferdchen kriegen wir mindestens noch unter. Also wir können uns hier noch umgucken. Ja, wir gucken uns erst hier um. Ihr habt nämlich gesagt, dass hier durchaus 2-3 rumhopsen könnten. Nicht unter Garantie, aber es können halt so 2-3 hier durchaus rumhopsen. Auf jeden Fall haben wir ja schon mal ein zweites Fett. Achso. Wer bist du denn? Enika von Cimmerien. Du warst mal Enika von Cimmerien. Ich hab noch ein Hottie. Ich hab ein Kroko. Ein robustes Fohlen. Aber auf jeden Fall schon mal 2 Hottie. Das ist doch super. Kann ja trotzdem dann noch. Es liegt ja sowieso mehr oder weniger. Oh, da ist noch ein Fohlen. Du findest ja nur Fohlen. Ja. Ist jetzt wieder hochgelaufen, oder? Ein flinkes Fohlen. Oh, also rein theoretisch hätten wir dann hier die... Oh, ich hab auch eins. Oh, cool. Bist du denn? Ich glaube, ich markiere mir das hier mal als Fohlenstelle. Da steht nur Fohlen. Ein junges Pferd mit großem Potenzial. Aha. Begleiter und süß. Warst du nicht hier bei mir in der Ecke? So, ich habe das jetzt mal gespeichert unter Fohlen. Ja, ich bin hier irgendwo. Irgendwie direkt um die Ecke. Ich glaube höher, ne? Da bist du. Ach, hi! Oh, das war direkt hier drunter. Ah ja. Also wirklich auf diesen kleinen, engen Bereich ganz schön viele Pferdchen. Ja. Hast du schon ins Pferd reingepackt? Nö. Ups, falsch. Jetzt folgt Pferd dir. Verdammt. Hörst du mal auf, Pferd zu hauen? Falsche. Das war eine falsche Taste. Das kommt davon, wenn man unterschiedliche Spiele spielt. So, wir können ja trotzdem, ich meine, Galamans Grab liegt sowieso auf dem Heimweg. Da können wir da eigentlich noch vorbeigehen. Gab es aber dieses Dämonenblut oder irgendwas, was wir gebraucht haben? Also,
wir können ja nochmal in Galamans Grab reingucken. Ich glaube, da war irgendwas Dämonisches drin. Dann gucken wir mal. Das Pferd lass aber draußen. Ja. Weil dann sterben auch die ganzen Fohlen. Ja, das wäre doof. Das ist ja so richtig. Ich glaube, da war so ein Riesenkroko drin. Riesenkroko. Oh, wir sind ja schon hier bei... Okay, östlich von Galamans Grab, ja. Da waren wir gerade. Sehr schön. Also wirklich um die Ecke. Jo. Denk an das Pferd. Ich bin dabei. Oh, gehen wir mal rein, waren wir schon lange nicht mehr drin. Nee, das, mal gucken, ob sich da was... Ach hier, du kannst mal den Schwefel abbauen, du hast doch eine Spitzhacke mit. Ja, klar. Wir brauchen Schwefel. Okay. Dann tötest du alles und ich hau Schwefel. Ja, ich töte. Hier gab's Kroko-Gegner, ne? Ja, hier gibt's Kroko-Gegner. Ja, mach mal. Hallo. Hey, ich kämpfe nicht. Komm zu mir! Leuchtschlange. Ja. Und schon bald habe ich eine Fackel. Außerdem ist das gut, um hier meinen Utritt ein bisschen zu trainieren. Hier ist noch Schwefel. Oh. Ja. Yeah. Nicht mehr. Ah, oh, warte, ich guck hier nochmal. Nicht, dass du was übersiehst. Ach, hier geht's weiter. Okay. Jo, Kroko. Oh, weißt du noch, wie wir hier tatsächlich echt so von weit weg möglichst alle Krokos erledigt haben? Ja, das war ziemlich am Anfang. Das ist lange, lange her. Und da ist der Große. Da haben wir erst die ganzen Kleinen weggelockt. Ja. Aber die hauen wir so weg. Brauchen wir Krokodilleder? Ich werde die noch häuten, wenn wir die alle erledigt haben, okay. Ja. Schaffst du den alleine? Ja, ja, kriegen wir hin. Also Teer brauchen wir halt vor allem. Ja, können am Anschluss noch jagen gehen. Oh, der ist schon tot. Ist schon tot. Ich wollte dich gerade noch unterstützen. Schwefel. Ich bin noch gar nicht fertig mit dem Schwefel. Ah, ist das schön. Mittlerweile ein Schlag und weg. Und zack. Mike, kannst du noch weiter? Ich weiß nicht, da hinten ist noch Schwefel. Nee. Ich dachte, das wäre eine Tür. Sieht aus wie eine Tür. Gab's hier vielleicht eine Truhe? War das... Nee, der hat keinen Schlüssel gegeben. Ah, der hat doch drei Totenköpfe gehabt, oder? Nee, nur einen. Ach so. Oh, aber was. Ich habe ein schautiges Geißelsteinfragment bekommen. Oh, wie wir uns hier abgekämpft haben damals. Unglaublich. Oh, ja. Also das gehst du rein, gehst du raus, also... Ja. Mittlerweile... Ja, komm. Welches Level waren wir damals, welches Level sind wir jetzt, das darfst du auch nicht vergessen. Außerdem haben wir jetzt vor allem richtig gute Begleiter. Ja, deiner muss ja erst noch gut werden. Ja, der muss noch ein bisschen trainieren. Ja. Aber das wird schon, wird schon. Hauptsache, er nervt euch nicht immer mit seiner Bebbernburg. Bebbernburg! Nee, ich hab ihm die Zunge rausgerissen. Der hat zu viel von der Bebbernburg gesprochen. Das fand ich aber eigentlich von der Frisur könnte er auch Ragnar aus der ersten Staffel sein. Das ah, nee. Der hat hinten keinen Pferdeschwanz. Der hatte, glaube ich, hinten so einen Pferdeschwanz. Ja, hatte er. In der ersten Staffel. Ja. Später hat sich die Frisur geändert mit der Zeit. Ich
glaube, in der ersten, ganz am Anfang hatte er tatsächlich noch nicht den Pferdeschwanz. Der kam, glaube ich, erst in der zweiten. Hm. Okay. So. So. Was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Tag? Hast du im Pferd noch Platz? Pferd hat noch Platz. Ach, ich hab kein Abhäutemesser mehr. Ich hab aber eins. Okay, dann würde ich sagen, schlachten wir die Tiere. Okay. Ich töte, du kannst aufsammeln. Okay. Hey, bleib stehen! Ich hab keinen Bock zu laufen. Es ist warm. Ich hab gesagt, bleib stehen! Ist er irgendwie weg? Ist da ein Gorilla? Ach, nee. Nein, das ist ein Schieferrücken, Mann. Ja gut, die bringt ja auch Fleisch. Kinder auch. Vielleicht. Ja, vielleicht kriegen wir ja ein Schieferrücken, Junges. Oh, das ist aber ein Leuchtekopf. Oh, okay. Dann helfe ich. So. So, wo sind die Junge? Da oben. Vielleicht kriegen wir ja von denen einen Schlüpflingspanzer, weißt du? Von den Kindern? Nein. Ja. Jetzt habe ich einen eingesammelt. Du brauchst noch. Feige Schweine sind natürlich weggerannt. Na gut, dann weiter. Also einen habe ich jetzt dabei. Da vorne am Wasser ist noch einer. Oder was ist das? Ja. Ach, die muss man töten? Aber ich kann sein, dass du die mit der Spitzhacke kaputt hauen musst. Ich weiß nicht, wie man so einen Schieferrücken-Schlüpflingspanzer bekommt. Mist. Jetzt habe ich den natürlich aus dem Inventar. Ach komm, dann lass uns den doch mitnehmen. Und großziehen. Genau. Ja, bringt aber auch Tierhaut. Ey, verkriech dich nicht im Wasser, komm raus. Ich tu dir nicht weh. Naja, die brauchen wir nicht, Krokodile. Die Reptilienhaut wird auch zu normaler Haut verarbeitet. Hm, ich bringe aber sehr wenig Tierhaut. Ja, deswegen jag ich die auch nicht. Lohnt nicht. Hier habe ich aber auch schon mal ein Horte hier rumhüpfen sehen, tatsächlich. Boah, war schon lange nicht mehr. Oh, Hyänen. Da habe ich dir was hingelegt. Sehr schön. Der nächste kommt auf mich zu. Fein, fein. Jo. Jo. Ich verstehe nicht, was an Jagen so anstrengend ist. Oh, ich habe so eine Schwebegazelle. Hm, schön. Tschüss. Oh, der bringt ein bisschen mehr Widerstand hier. Der will kämpfen. Ja. Hey. Wird ja wohl kein Problem sein. Ja, aber der braucht mehr als einen Schlag. Zwei. Die Gazelle ist geflogen. Ominos. Ernsthaft? Die auch. Das ist lustig. Na, will die Katze kuscheln? Katze hat sich gerade mitten auf meine Hand gelegt. Also so, dass ich die Maus nicht mehr bewegen konnte. Hier liegt noch was. Ja, ich komme schon. Ich musste erstmal die Katze von meiner Hand nehmen. Ich habe schon die nächste wieder im Visier hier. Muss doch treffen, Junge. Ach komm, Hyänen machen auch Spaß, oder? Ja. Dahinter den Steinen liegt nur eine Hyäne, die tot ist. Okay, okay. Hab ich sie mal so hingelegt. Oh.
So, Pferd, komm mal her. Lohnt es vom Fell überhaupt? Kriegen wir genug? Oh, wir haben schon eine ganze Menge. Mit der Reptilienhaut, die wir vorhin alles eingesammelt haben, haben wir schon gut um die 500 Fell. Oh, Babyhyänen, brauchst ein paar? Nein. Oh, jetzt bin ich hier. Ach, ich töte euch nicht, ich habe ein gutes Herz. Hier. Wuff. Meinst du, die Babys sind besser ohne die Elterntiere dran? Klar. In dieser Welt schon. Ach ja, hier gab's ja Geier. Ja, die konntest du runterschießen und dann hast du von den Federn bekommen. Ah, ich erinnere mich. Ach Mensch, das ist schon zu lange her, das Fieber. Ah, die Jungen. Ach nee, die ist zu dumm, um zu entkommen. Naja. Oh, tschüss, Musch. Hey, ihr beiden. Nicht ausruhen. Sterben ist angesagt. Nicht runterfallen. Lass das. Ach, guck mal, wo wir sind. Ja, ich bin schon passiv rausgegangen. Aber wir können ja auch hier hinten weiterlaufen. Ja, also wollen wir am Fluss lang oder wollen wir ein bisschen mehr querfeldein? Querfeldein. Okay. Wohl nicht zu sehr, also nicht so da oben hin. Da sind so viele Skorpione, die bringen, glaube ich, nichts. Also doch eher am Fluss. Wir können ja bis zur scharrenden Höhle laufen und dann einmal quer durch die Stadt. Scharrende Höhle? Weiter unten. Weiter rechts. Weiter oben. Weiter oben. Ach da. Ja, komm, machen. Ich glaube, in der scharrenden Höhle hatten wir Rambi verloren. Haben wir vor Rambi ein Grab? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht mehr, was Rambi war. Rambi war ein Rhino. Ach nee, ich habe jetzt keine Lust auf Mika. Wie, das heißt, er ist umsonst gestorben? Was? Wer ist umsonst gestorben? Du bist schon woanders hin lang gelaufen. Ja, ich dachte, du wärst hinter mir. Nein, ich war vor dir. Ja, ich bin auf dem Weg zur scharrenden Höhle. Ey, ich dachte, nebenbei machen wir noch ein bisschen Tiere platt. Und dann nicht. Oh, hier ist der Megakroko. Hi. Also wenn wir genügend Fälle haben, ist ja okay. Da bist du ja. Guck mal. Hallo. Nett, die hatten auch noch 21 Fälle. Das ist praktisch. Ja, aber wir müssen auf die andere Flussseite. Guck mal, da sind noch zwei Kokos, können wir häuten.
mach mal, ich muss erstmal hier Herzen sammeln. Ich komm her. Bin ich nicht nett, dass ich nicht einfach vorreite? Ja, ganz nett bist du. Ach, da waren wir schon mal. Ich weiß nicht, ob wir da oben schon mal waren. Da, wo die Adler kreisen. Ich glaube, da will ich Cookie-Lookie machen. Oh, na toll, ganz knapp nicht geschafft. Ich hätte eher den äußeren Weg nehmen sollen. Du hast ja sogar deine warmen Klamotten an. Ich hab nur die warmen Klamotten. Sag doch was, dass ich dir nochmal neue Kühle machen soll. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich wollte ja sowieso noch hier eine lautlose Legion. Ah, hier. Komm mal her, du. Oh, guck mal, da ist ein Trägerschirm. Kann ich dich vielleicht umhauen? Ah, ich glaube, hier waren wir auch schon. Nein, wir waren hier gar nicht. Siehste? Treffen müsste man. Da in der Truhe waren Knochen, falls du dir eine Fackel bauen möchtest. Nee, ich hab schon mit Leuchtstein und so. Finde ich besser. Ey, wer schießt denn da? Ey, wer bist du denn? Bist du... Typ? Ist jetzt aber auch nicht schlimm, dass wir hier die übersehen haben. Hab ich auch nicht mit gerechnet, dass das noch was Gewaltiges hier ist. Oh, hier sind trotzdem viele Adler. Ah. Oh. Einen, glaube ich, sehe ich noch, der sich da hinten versteckt, diese kleine Sackratte. Ah, es sind keine Adler, es sind Geier. Ja. Hey, du Geierbetrachter. Hey. Da mochte die anderen nicht. Na, hier hätte man die Geier runterholen können und einsammeln. Mhm. Wenn man den Federn bräuchte. Ja, wir haben genug Federn. Aber hier waren wir noch nicht. Juhu, was Neues entdeckt. Juhu. Ja. Ist ja auch schön, wenn man was Neues entdeckt, ne? Auch wenn man es eigentlich nicht drauf angelegt hatte. Bestimmt schon tausendmal dran vorbeigelaufen. Ach, halt den Rand. Brauchen wir so einen Vogel? Ich nehme ihn einfach mit. Das sind mehrere. Ja, dann nehmen wir auch noch einen Strauß Küken mit. Einfach, weil ich es kann. Juhu! Das sah so kuschelig aus. Guck mal, da sind noch mehr Straußenküken, aber ich glaube, wir haben genug, ne? Ich bin schon unten. Okay. Hatte keine Lust mehr so. Auf die Vögel keine Lust mehr? Nee. Was für Vögel?
Sogar die Hyänen hassen Vögel. Nee, mach den Vogel platt. Aus. Oh, keine Ausdauer mehr. Scheiß Ratten. Wo ist denn Nein-Nein überhaupt? Keine Ahnung, drück einmal auf E, dann kommt er schon angelatscht. Ich glaube nicht, dass er gestorben ist. Was bist du? Ach nee, du bist nur ein Baby. Dich will ich nicht. Gehen wir ruhig durch die Stadt, ne? Ja, ich bin zwar quasi voll, aber können wir gerne machen. Ja, ich bin auch voll. Ich dachte nur, weil das ein etwas kürzerer Weg ist. Ja. Also so aus Abkürzungsgründen. Ich könnte den Vogel auch rausschmeißen, habe ich hier Platz? Die Toro, aber... Naja. Ob es auch Skorpion-Babys gibt? Vielleicht kann man auch Skorpion-Eier nur kaufen. Weißt du, so wie bei den Steinnasen. Ach Mist, ich hätte noch mal ein paar Steinnaseneier auf den Kompost werfen sollen. Ja. Ich bin da so ängstlich, seit mir die einmal verreckt sind, als ich eine Stunde ungefähr weg war. Das war nämlich, als ich die Single-Folge gemacht hatte auf Schatzsuche. Da habe ich, bevor ich los bin, habe ich die da reingepackt. Die brauchen eine Stunde, bis die sozusagen zu Kieselnasen werden, die Eier. So, und ich war etwas über eine Stunde weg. Ich kam wieder und hatte zwei tote Steinnasen auf dem Kompost liegen. Du musst eine Uhr stellen. Wecker. Ach, lass mich in Ruhe. Schwing im Kopf. Oh, ich glaube, einen Pferd nenne ich Bibi und das andere nenne ich Tina. Kein Kommentar. Ich habe Bibi und Tina tatsächlich nie gehört. Wie viele Pferde haben wir? Da sind 4 Pferde drin. Ein Pferd trägt 4 Pferde. Ein Pferd trägt 4 Pferde? Genau. Warte. Heinrich, das kannst du auch später nachgucken. Nein. Wir können sie auch, John... Nee, warte. Joe, Jack, William und Averill nennen. Ja, das finde ich gut. Joe, Jack, William, Averill. Jupp, 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 das gefällt mir. Wie findet ihr die 4 Namen? Ich mag sie. Ich weiß aber nicht, was Heinrich dazu sagt. Ich finde sie doof. Warum? Oh, warte. Ich komm nicht auf den einen Namen. Welchen denn? Fury? Nee. Schatten. Du kannst sie ruhig Bibi und Tina nennen, wie du willst.
Meiner heißt dann Optimus Prime. Oh. Und ich weiß nicht, wie der Gegensatz, der Böse hieß. Der böse Anführer. Ich kenne Starscream noch, Soundwave oder wie der hieß. Bumblebee, aber wie der eine Böse hieß. Ich komme nicht auf den Namen, das regt mich gerade auf. Megatron. Megatron, ja, genau. Oh, wie kann man Megatron nicht mehr wissen? Klingt fast wie die Rockband Megadeth. Ah, nee, ich glaube, dann nenne ich die Steinnasen, die bewachen. Nicht Jojack. Everett. Dann haben wir die Namen ja schon geklärt. Ja, muss ich mir mal. Ja. Guck ich mal, Pferd muss ich ja auch noch umbenennen. Das ist dann Epona Dritte. Stand da nicht in zwei? Ja, es gab eine Epona, die zweite. Und dann war ich ja so blöd und habe eigenständig einen cimmerischen Sklaven holen wollen. Ja, du wolltest einfach nicht warten. Nee. Ich dachte, ich arbeite ein bisschen was, worüber du dich freust. Ja, ist auch schön. Ich wollte dir doch nur eine Freude machen. Aber mache ich immer so viel offscreen, dann sehen die Leute das ja nicht. Wir möchten ja Spaß dran haben, was wir erleben in dieser Welt. Ah, Skorpione. Oh, hier ist ein Skorpion in der Stadt. Wie, da kann nur ein Pferd gleichzeitig rein? Wollt ihr mich verarschen? Scheiße. Boah. Das sind aber oben vier Dinger. Ne, fünf sogar. Wir brauchen mal eine Pferdekiste, hä? Wir haben doch direkt daneben eine Kiste. Oh, dieses. Nein, wenn man sich das Ding anschaut, da passt nur ein Pferd rein. Ja. So eine Kacke. Das dauert dann eben. Dann gehe ich mal nach unten zum Tierpferch. Ich habe ja noch einen Schieferrückenschlüpfling und einen Kakadu. Ich habe noch so einen Vogel. Ja, sag ich doch. Also einen Strauß. Straußenkakadu. Wenn man die da drin lässt, vielleicht legen die Eier. Hm. Vielleicht aber auch nicht. Was brauchen die? Gras? Pflanzenfaser. Ja, habe ich ein paar rein. Nee, Pflanzenfaser frisst der Elefant. Was frisst die anderen? Aber bestimmt dasselbe. Fleisch? Nein. Vielleicht Rinde. Samen. Samen bestimmt. Also Samen würden Sinn ergeben. Ja, ich muss neue Treppen bauen. Ich habe die abgerissen, weil ich so Schiss vor der Patsch hatte. Ja, alles gut, alles gut. Ich habe ja auch Totems gelernt. Ach, jetzt hat das Pferd noch das ganze Fell. Narf, 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 narf. Da sind auch noch zwei Truhen im Pferd. Die hast du aus der alten Basis mitgenommen. Jo. Finde ich bestimmt Verwendung für. Wundsekret auch. Ich muss echt mal Spinnen töten. Wundsekret kriegst du auch, indem du Fische in die Fisch... Ach nee, Wundsekret. Da musst du unappetitliche Schalentiere kochen.
Dann musst du nur mal zu unseren Schalentierfallen gehen und da die ganzen Schalentiere rausholen. So, das kann ich aber machen. Sind denn nur ein, zwei Files? Halt die Fresse, was immer das war. Schalentier, sind ja wohl Fische drin. Das sind doch Schalentier. Nimm doch mal Platz. Unappetitliche, okay. Jetzt sind da so wenig drin. So, hast du gut gemacht mit den Fischis. Muss ich mich ja nie drum kümmern, ey. Was liegt hier so rum? Geh weg. Genau, Fischis in der Ölpresse geben Öl. Und, wir haben eine Ölpresse? Halt, ja. Nee. Wahrscheinlich in diesen Zermalma, oder? Gerade. Nichts. Ich überlege gerade, wo ich diese Scheißviecher ausquetschen soll. Was ausquetschen? Ja, deine Schalentiere, die. Ach, ins Lagerfeuer. Ach, ins Lagerfeuer. Ja, du hast sie halt. Ah. Ach, darum ist da so viel Wundsekret. Praktisch. Hm. Haben wir das auch gleich erledigt? Wir müssen auch irgendwann noch mal in den Dschungel, in Dingsbums. Dingsbums? Ja, Dingsbums. In das Labyrinth. Ach, verdammte Knochen. Ah. Strauße brauchen Fettraupen. Wer war der verdammt? So, dann, während du da beschäftigt bist, kümmere ich mich mal um Klamotten von der lautlosen Legion. Die sollen nämlich gut gegen Hitze sein. Ah, ich kann auch außergewöhnliche zimmerische Klamotten machen. Das ist vielleicht gegen Kälte nicht schlecht. Ach, da war ja die Kacke mit dem gehärteten Leder. Dafür brauche ich Öl. Ich erinnere mich. Und das ganz ohne Erinnerbären? Hä? Vergiss. Ja, das Ganze ohne erinnert zu Erinnerbären. Ach, Erinnerbären. Erinnerst du noch? Hm.
Jetzt brauche ich wieder alchemistische Grundsubstanz. Was denn? Ich brauch mal wieder hier Dings, wie heißt es gleich? Oh, da müssen Steine rein. Steinnase braucht es zu futtern. Steine müssen wir aber noch hier genug haben. Weil ohne Steine macht die Steinnase kein Gold. Die Goldnase. Und wir müssen Gold herstellen. All das brauchen wir für alchemistische Grundsubstanz. Miu. Oh. Dreht sich immer im Kreis, ne? Das, was ich machen wollte, habe ich jetzt gemacht. Ich muss jetzt nur stundenlang warten. Okay. Ja, aber da müsst ihr uns nicht mal zugucken beim Warten. Ach, ich wollte noch Fisch holen. Das will ich machen. Mach das. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nach unserer kleinen... Ich habe gesagt Mini-Urlaub. Haus. Ja, nach unserem kleinen Mini-Urlaub. Wir machen einen kleinen Mini-Urlaub. Wir verreisen leider nicht, Corona-bedingt, aber... Ja, wie gesagt, es ist hier scheiße warm. Wenn wir irgendwann mal richtig viel Geld mit YouTube verdient haben, dann können wir uns auch ein richtig großes Haus leisten mit Klimaanlage. Ach so, wir wollten das Haus zeigen. Ja, ich bin noch nicht so weit. Ich habe erstmal nur die Familie Löwe erstellt. Mit Heinrich der, Mathilde und Minusch. Aber die müssen jetzt erst noch... Ach, was tanzt du denn da oben rum? Aber die müssen ja jetzt erst noch ein bisschen Geld verdienen. Ja, ich weiß, ich kann auch einfach einen Cheat eingeben und ganz, ganz viel Kohle damit verdienen. Aber mir macht es einfach mehr Spaß, mir das Geld selber zu arbeiten. Ich habe die Alterung ausgestellt. Und muss ja auch noch mit Heinrich besprechen, wie denn das Haus aussehen soll. Also dauert noch. Okay, kein Problem. Genau, vielleicht schaffe ich es ja im Urlaub, wenn es nicht so warm ist. Naja, mal schauen. Ja. Gut. Also vielleicht schaffe ich das Haus im Urlaub fertigzustellen. So dass wir nach dem Urlaub euch unser Traumhaus zeigen können, ob ihr wollt oder nicht. Ansonsten bleibt gesund. Kühlt euch gut ab, trinkt ein Bier. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.